So, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Terraria. Ja, so, heute wollte ich den Keller erweitern, vergrößern, Gedöns, Dingens. Und vorher erstmal ein paar Mannequins bauen. Ja, Mannequin. Ja, ein paar, genau 3 Stück, nicht gerade viel. So. Oh, da können wir schon mal ein bisschen Rüstung dranhängen. Wo war denn die Holzrüstung? Da. Zinn. Iron. Iron komplett zum Trinz auf. So. Sieht wahrscheinlich nicht viel vorne an dem Mannequin. Weil Holzrüsti und Holzmannequin, ne? Und so, ja. Whatever. So. So, jetzt geht's mal in den Keller. So. Geht ein Tick schneller. Die Star in der Bottle muss ich eigentlich auch mal schon mal bauen. Das ist mehr als 28 lang. Wie machen wir das? 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Und von da aus auch 12. 6. Ein Baum fertig nochmal fix. Ja, reicht. Dann mache ich noch kurz noch einen zweiten. Gut. So. 6. 6. Ja, das ist ganz... Nö, das ist mir nicht für dich. Machen wir 11 und 11. Ja, so sieht es schon besser aus. Ja, die Sterne wird sich oben haben. So. Habe ich doch Flaschen da irgendwo? Die eine da reingepackt. Ja, nein. Doch, nein. Ah, gut, wahrscheinlich habe ich sie da reingetan, was logisch ist, oder? Habe ich sie beim Eichi-Zeug reingetan? Nee, da. Ach, Quickstack und so. Ja, gut. Und auf der anderen Seite machen wir das auch nochmal. Dauert immer noch ein bisschen lange. Aber gut.
Ja, 1, 2, 3, 4 und... Nee, hä? Ja, 4. Kann ich nicht zählen, oder was? Ja. 39 und so. Ja. 28. Eine da und eine da. Gudi. Könnte auch schneller sein, das Teil. Naja. Was soll das? So, das hatten wir ja schon. Bulldozer. Oh, okay. Ein neues Achievement. Steine müssen wir eigentlich auch genug haben, um das auszukleiden. Hoffe ich doch mal. Das will ich doch mal ein bisschen aufkundschaften. Lohnt sich ja fast. Fast aber nur. Na gut. Lass wieder los. Was wir die Etage machen. So, und weiter geht's in die Richtung. Ja, wenn die Folge zu lange dauert mit diesen vielen Kelleretagen, dann mache ich ab einem gewissen Punkt einen Schnelldurchlauf. Mal gucken. Ja, von da aus kann ich nach links. So, drei Etagen wollte ich runterbauen wegen Moonglow, Blinkwood und Dayblum. So. Gudi. Das ist die erste Etage und da bauen wir gleich mal schon mal die Steinwände, Mauern, Gedöns hin. Blöcke suche ich. Ja, das sind ja wohl mehr als genug. So, nehme ich erstmal das. Jo.
reicht fürs erste. So. Dahin. Moment, habe ich nicht. Ja, leck mich doch. Auch weiterhin Accessoires, Gedöns, Kiste, wollte ich sagen. Da. Super. Schlau. So, die Wand haue ich später weg. Oder jetzt? Annoying the Breaker, na klasse. Dass er das weghaut, ist das mal eh wurscht, genau, egal. Oh Mann, ich brauche unbedingt den Dings. Genau, den, Dings halt. Goblin-Tüfter, so. Goblin-Tinkerer. Und ich wollte das später wegmachen, gut, jetzt sind wir schon mal dabei. Genau das Teil natürlich annoying ist, also scheiße. Das Tiny Nightmare Pickaxe, ja gut, ein bisschen kleiner, aber. Also optisch kleiner, sonst ist es eigentlich egal. Ach ja, schön, dass es so lange dauert. Ich frag mich, ob ich einfach nur einen neuen baue. Jetzt frage ich mich das, ich mach's einfach. Noch mehr als genug haben wir dafür. Aber nur The Breaker. Und annoying The Breaker schmeißen wir einfach weg. So, wegschmeißen brauchen wir ihn nicht, aber. Ne? Genau. So. Das ist mir nämlich deutlich zu langsam. Ja, das geht auch schon mal deutlich schneller. Auf den Tinkerer warten, wenn es auch so geht. So, das sieht doch, schreit doch regelrecht nach ein Schnelldurchlauf. Wir sind schon 15 Minuten hierbei. Das heißt also, die restlichen Etagen des Kellers werden ab jetzt in einem Schnelldurchlauf mit der obligatorischen Fahrstuhlmusik laufen. Wir sehen uns also gleich nach dem Schnelldurchlauf. Bis gleich.
Ja, und mittendrin geht's schon weiter. Eine Goblin-Armee stört uns einfach mal so. Ja, das passt ja überhaupt gar nicht. Naja, egal. Das wollte ich noch machen. Fix. Ja, so passt. Und die rennen jetzt nachher unsere Türen ein und klauen die ja ganz klasse, klasse. So, die Lampen muss ich fix bauen. So viel zum Schnelldurchlauf. Na gut. Das. Ja, ist arrived am Arsch. Cleared 0%. Oh, das ist auch neu. Von Westward, ne? Und neue Musik. Ich muss mal hier hin. Ein Prozent, na klasse. War es von der West oder war es vom East? Die dann. Ja, die kämpft ja auch ordentlich. Na gut, machen wir auch bei den Goblin-Tinkerer. Um Waffen zu verbessern. So, da unten ein paar 7% cleared. Na. Oh. Ihr nervt ganz schön, ihr Bogenschützen. Schützen. 18%. Wollte ich gerade umdrehen. Prozent. Oh, Arschloch. Arschloch. Ja, wie gesagt, dass wir das hier, die Tore da zerstört haben, das hat das getriggert. So, über ein Drittel. Wenigstens machen sie nur die Türen auf. Genau. Ja, hab die Tür eingesammelt. Irgendwie bufft die die. Aua! Die Kraft der Natur beschützt dich, aha. Oh, ich krieg Heilung schneller. Na, dann bleibe ich mal hier unten. Ja, da unten sind sie auch, aber das kann ich gleich wegmachen. Prozent. Es neigt sich dem Ende zu.
Ja, die heilen alle schneller. Das ist doch mal gut. Und da haben sie auch die Tür eingerannt, die Schweine. Aua! So, 77%. 78%, 79%. Ja, so circa etwas über 100 Goblins müssen wir killen, bis das dann weg ist. Türen eingerannt haben. Ja, sobald die Goblin-Armee überstanden ist, werde ich nochmal fix die Türen reparieren. Dann hat die Folge etwas Überlänge, aber soll es. So. Ja, super. Goblin Panther. Habe ich einen Tiefen mit. Sehr gut. Oh, Feigling. Ach, da unten ist er. Ja, guten Morgen. So, jetzt noch die restlichen Goblins killen und dann haben wir es. So, schön, schön. Da oben ist irgendwas mit Gold. Oh, da oben haben sie mir auch die Tür eingerannt. Gut. Aber vom Timing her passt das. Für eine Folge. So, naja, da war noch eine Tür, egal, die baue ich noch fix. Die Türen, zumindest ein oder zwei. Wo ist, hallo, Tür da? Da, ja. 1, 2, 3, 4, so. Eine. Zwei, drei, vier. Und zwei noch. So, jetzt kurz noch mal die ganzen Türen überprüfen. Sind alle da? Oh Mann, wir brauchen echt mehr Sprungkraft. Aber vielleicht haben wir auch bald die Boots. Die Springboots sozusagen. Ja. Wie auch immer. Gut. Dann würde ich sagen, mache ich hier einen Cut. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge, wo ich jetzt den Keller vervollständige. Und dann, je nachdem wie viel Zeit ist, noch, ja, ein bisschen nach dem Goblin-Tinkerer suche. Wie auch immer, ich verabschiede mich für diese etwas abgekürzte Aufnahme. Wie immer mit einem Bis denn dann.